Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hustle Castle. Lass uns mal starten und voll mit rein. Bei dem Spiel, wie ich das jetzt allerdings mache, also ich spiele es, probiere die Tagesziele zu erreichen, aber bevor ich die mache, werde ich einmal kurz die ganzen Videos mir anschauen, deswegen werde ich da einmal kurz die Aufnahme stoppen gleich. Schauen wir erstmal hier, ob hier alles okay ist. Oh, die sind fertig. Hier in den Markt stehen. Das Ding muss öffnen. Das ist eine Figur anziehen, das mache ich gleich. Weil wenn ich immer normal hier jetzt das Spiel spiele, klicke ich automatisch da drauf. Zack, wollte ich gerade schon wieder. Kein Event? Warum leuchtet der hier so? Portal. Achso, das Portal ist hier geöffnet. Naja. Eine neue Trophäe. Ist die hier? Teamspieler. Okay. Ich habe hier erstmal alles weggedrückt. Dann will ich einmal jetzt sagen, ich mache die Videos fertig. Also, bis gleich. Und da wären wir wieder. Ich habe mir die Werbung angeschaut. Ungefähr 15 Werbung vielleicht. Einmal diese zwei Queste hier, die immer drin stehen. Das wären dann 6 Werbung. Dann habe ich mir einmal die Werbung angeschaut, diese Truhe, das ist auch nochmal eine. Und dann habe ich mir hier die Werbungen angeschaut, das waren glaube ich 4 und hier waren es 3, ah, jetzt ist die 4. freigeschaltet. Egal. Wenn ich da aus Versehen nachher drauf drücke, muss ich einmal mal wieder schneiden. Gut. Dann legen wir jetzt los mit die Dailies. Ich mache soweit ich komme, wie immer. Fangen wir von unten an. Um sagt er ja, schließe Dailies ab ohne Werbung. Und hier unten ist zum Beispiel eine Invasion. Schauen wir, ob die Invasion da ist. Zurzeit ist keine da. Dann die nächste. PvP. 5 Stück. 5 PvP-Kämpfe, oh, den müssen wir schaffen. Der ist nur 300 stark. Wie stark bin ich? 700. Ah, 680. 687. Kein Premium-Account, ganz normaler. Also. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Yay. Das wird schwer. Den könnte ich schaffen. Die sagen ja, die Truppe ist 550 noch was stark.
Aber zu der Stärke gehört. Zu der Stärke gehört dann noch nicht dazu. Der Bogenschütze zum Beispiel, hier hinten das Feuer, die Fallen. Deswegen muss man da immer ein bisschen mehr drauf rechnen. Wenn du jetzt mal vorgreifst. Und ich habe noch gemacht, wo ich die Werbung angeschaut habe, da habe ich dann auf einmal eine Nachricht gekriegt, weil ich schon so lange wie online bin, nach so langer Zeit, dass ich hier alles voll hatte und ich habe mir den Dingens hier gebaut. Den Mana-Pool. Da habe ich glaube ich letztens auch nichts gemacht. Schauen wir uns gleich mal an. Mal erstmal schnell die Quest fertig. Geht ja eigentlich ganz schnell. Kampf. Ich habe Heiler mit dabei, kein Problem. Weiter geht's. Hier mit 1500. Oh, 500, den kann ich noch. Jetzt erstmal vorstellen, machen wir eine andere Daily weiter. Meine Leute müssten sich jetzt ausruhen, das dauert ein bisschen. Die nächste Daily ist die hier. Verlies. Das glaube ich, das schaffen wir auch nicht. Teilnehmen. Oder nur dahin. Na, erster Anführer. Dann fangen wir mit die schlechtesten an. Dick.
in den Kampf. Das war der erste Kampf und ich muss hier zwei Bosse besiegen. Also sprich, das wäre dann einmal, ich glaube, der hier und der hier. Mal schauen, was er macht. Doch, einen hat er noch. Also einen hat er auf jeden Fall. Super, super. Wo gehen wir jetzt hin? Geht er erst oben lang? Und doch, er ist hier unten. Schauen wir uns den Kampf an. Ich habe nur noch drei. So, meine letzten. Fertig, er hat nur einen. Ah, dann mal schauen, wie weit wir kommen. Das war ja auch noch zwei.
macht er den Schattenkampf. Das heißt, ich muss gegen ihn kämpfen. Eben geschafft. Ist auf der nächsten Reise. Das wird nicht lange dauern, wenn ich noch mal sowas spielen würde. Okay. Jetzt, das war ja der Versuch von Wiesen. Habe ich natürlich nicht geschafft. Was mir schon klar war. Schlachtplan. Zu wenig Leute online. Nächste Quest. Starke Allianz. Chicken, Chicken, Chicken. Gehen wir zur nächsten Quest. Das wäre die hier. Arena. Jetzt müssen wir Arena kämpfen. Wenn die Arena läuft, könnte ich auch die Dinges weitermachen. Der ist zum Beispiel, ich brauche noch zwei PvP-Siege. Ah, der ist gerade online. Schade. Erstmal geheilt werden. In der Zeit kann ich mich ja um Arena kümmern. Aber ist noch am Suchen. Ich habe auch schon manchmal das Problem, dann muss ich richtig lange warten, bis ich da was finde. Ich schau mal, vielleicht.
Vielleicht kann ich ja hier Leute ausbilden. Weiter, was ich noch machen kann. Allianz Edelsteinbruch. Genau, machen wir dies. Edelsteinbruch. Nur die Besten. Die Besten. Ein Kampf. Und hier machen wir es natürlich auch. Bin im erste schlechteste. Entfernen. Nutzen. Also ich müsste sowieso noch 4 Leute ausbilden zum Krieger. Den opfer ich jetzt einmal kurz. Der hat aber viel gekillt. Alleine. Also, und die Leute. Die Bauern, sage ich jetzt mal. Die Arbeiter. Im Kampf. Jetzt wird es ganz anders aussehen. Arena losgeht, dann muss ich abbrechen. Ansonsten, wenn ich das hier durchgespielt habe, die Arena noch nicht angenommen ist, dann bin ich überall. PvP-Kampf, damit ich den festgelegt habe. Gutes zum Geburtstag. Mein Bäcker, gleich wieder da.
geht los. Hab ich gerade gesehen. Okay. Dann werden wir das jetzt mal unterbrechen. Unterbrechen und schnell, 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 schnell. Eine Minute Zeit habe ich. Ich habe angegriffen, die wollte ich angegriffen, der hat gegen mich verloren. Muffs. Echt. Digga. Der hat gegen mich verloren, das ist doch viel stärker als ich. Nochmal gucken, das habe ich verloren. Ach, Rido hat verloren. Rido. Gegen den ich gerade verloren habe, der gegen mich auch verloren. Ja. Ja, sonst alle gewonnen. Schweinerei. Los, komm, komm, nächste, nächste. Sind alle fertig? Nein, noch nicht. Ah, ja. Da schläft wieder einer. Ich brauche ja insgesamt 7 Kämpfe. Also sprich, ich muss einmal das Turnier durchspielen. Und danach muss ich noch einmal ein Turnier anmelden. Für 2 Siege. Für 2 Spiele. 2 Siege sind für 2 Spiele. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier raus. Ich warte, bis ich wieder dran bin. So, dann gehe ich jetzt hier raus. Hauptmenü. Edelsteinbruchmine ist fertig. Mache ich schnell noch PvP fertig, aber könnte ich gegen den spielen? Und den habe ich ja schon einmal verloren. Ach, warte, den hier. Das ist doch ein geschenkter Sieg. Gut. Das war jetzt der geschenkte Sieg. Und ich werde jetzt... das war P.
PvP-Sieg-Dingensbummens. Ich werde trotzdem mal mit den einen angreifen, gegen den ich verloren habe. Und der war hier. Genau. Weil der hat hier einmal jetzt mein Geld gewonnen. Ich möchte es zurückhaben. Hier einmal meine Heilung benutzt und einen anderen einen Dämon beschworen. Gut, weiter geht's. Oh, ich glaube, der zieht mich locker ab. Der 1300. Fast das Doppelte von mir. Vier Kämpfer gehabt? 1, 2, 3, 4. Wow. Ich habe 5. Er hat trotzdem gewonnen. So. Ich suche jetzt noch Kämpfer fürs nächste Mal. Schauen wir hier durch. 40 statt 40. 60 ist Kämpfer. 40. 60. Dann haben wir den hier. Und den hier haben wir schon mal 2. Dann rüsten wir gleich die aus. Nach den einen Kampf. Das ist die letzte Runde, dann ist die Arena fertig. Auch glaube ich jetzt noch 5 Minuten. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Gut, dann werden wir jetzt die einmal aufwerten. Bogen kannst du nicht nehmen. Schwert auch nicht. Armbrust nicht. Armbrust nicht. Faustab nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Also sie wird Bogenkämpfer, alles auf Bogenschütze. Ach, der hat gleich hier den Stein drin, nehmen wir den. Crit und ausweichen, hat sie wenigstens Crit. Rüstung. Dann nehmen wir das. Einsetzen. Upsa. Die ist das im pinken Outfit. Einsetzen. Aha. Einsetzen. Okay, die Arena ist vorbei. Belohnung abholen. Machen wir. Und wenn gleich die
nächsten Kampf an. In den Zeitraum mache ich jetzt den zweiten Charakter fertig fürs Kämpfen. Obwohl, vielleicht habe ich hier noch etwas für sie. 30, 45 ist das. Nein, dann habe ich nichts mehr. Nee. Hier ist die andere. Dann kann ich das wahrscheinlich auch alles vergessen. Das nächste wäre Magier. Sie wird eine Magierin. Dann kann ich das auch alles vergessen. Bis da. Da gibt es schon einen mit Stein. Ach, ne, mit dem mit den Steinen. Was ist das hier? Zerstören. Oh, es geht schon los. Da kann ich auch alles vergessen bis hierhin. Nehmen wir das und Magie. Farbe ist ja egal. Hauptsache stark oder stärker. Oh, das hätte ich gewonnen. Denke ich, hoffe ich. Go, go, go. Punkte. Okay, jetzt haben wir da die beiden. Jetzt fehlen mir noch zwei Leute. Ah, Geld lasse ich erstmal da. Geld ist sehr wichtig. Da ist das Holz, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Nee, der Mana-Brunnen ist nicht ganz so wichtig. Ist zwar auch wichtig, aber. Sehr wichtig dabei. Okay, was willst du jetzt? Einen Bogenschützen. Das ging ja nicht mehr. Genau. Bogenschützen. Magie ausweichen. Was ist das? Crit ausweichen, nehmen wir den. Und Zauberkraft brauche ich nicht. Dann nehmen wir Magie, Rüstung und einsetzen. Perfekt. Oh, noch 40 Sekunden für den nächsten Gegner. Ich kämpfe jetzt nicht gegen den Schwächsten, das hat aber einen Grund. Ich hoffe, dass ein Schwacher
überholt und ich ihn dann kaputt mache, dann kriege ich ihm mehr Punkte. Wenn das klappt. Verbliebene Zeit. Aber nee. Es gibt nur zwei Schwachen. Zwei Leute, die schwächer sind als ich. Ist so, dann machen wir jetzt den vierten und den letzten Charakter nochmal fertig. Eine Minute habe ich Zeit. Das ist doch akzeptabel. Okay. Bis dahin war alles 70 und hier wird es dann kleiner. Oh ne, auch nicht. Dann kommt jetzt der hier dran. Ist aktiv, die Leute. Aber ich bin jetzt erstmal beim Krieger. Da krieg ich leider von mir so einen Magierring. Zauberkraft, den krieg ich da nicht. Kann ich mitleben. Und hier noch. Okay. Wenn es das nächste bekommt. Dann bin ich bei Edelsteinküste besser ausgerüstet. Boah, nice. 1, 2, 3, 4, 5. Kampf machen. Da ich ja so ungeduldig bin und nicht warten kann, mache ich die Edelsteinküste noch zu Ende. Ah. Wir sind aber schnell, Mensch. Muss ich gegen den hier kämpfen? Ich muss mindestens 9. Platz sein, damit ich eine Belohnung kriege, aber. Oh, ich gewinne den hier. Nice. War doch stärker als ich. Da muss ich mir gleich nochmal angucken, wie stark war der. Das war der hier. 875. Weil ich den jetzt besiegt habe. Ich habe den überholt. Und nein, ich komme auch auf Platz. 11. Schade. Schade, schade. Leider nur Platz 11 geworden. Ich muss noch hier so viel machen, damit ich stärker wäre. Und das ist das auch, warum ich habe das ja ziemlich lang gespielt und ziemlich gerne, ziemlich oft. Und auch dann kam die so ein Punkt. Da ist es jetzt, wenn du kein richtiges Geld investierst, was ich ja nicht machen möchte, hast du es hier sehr schwer. Gut, da kommt jetzt die Edelsteinküste. Oder vielleicht müsste es in einer richtig großen Gilde sein, damit die dich unterstützen. Das kann auch sein. Ich habe ja jetzt hier meine eigene Gilde und die Leute, die da drin sind,
komme eigentlich nur rein, zum vielleicht einmal im Monat online, wenn überhaupt. Und das war's dann. Super. Wir machen jetzt noch schnell die Edelbruchküste oder Edelsteinküste, wie die heißt, zu Ende. Das war's. Jetzt könnt ihr ein Video anschauen, um alles zu belegen. Ich könnte mir auch Söldner ausleihen. Hier gibt es einmal Tanks, Verteidiger, Magier und einen Bogenschütze. Komm, machen wir mal. Ich habe ja genug Gold. Wir nehmen den hier. Wir nehmen erstmal die Belege. Die fünf billigsten. Probieren es mal damit. Die sind eigentlich immer richtig stark. Auch wenn sie so billig sind. Aber sie sind schon sehr stark. Ich habe jetzt nämlich einen Angriff von 864. Sonst bin ich nur bei 600. Also die sind viel stärker als meine Charaktere. Nicht unbesiegbar, aber stark. Komm, jetzt haben wir mal andere Söldner. Nehmen wir jetzt den. 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 Wie stark bin ich jetzt? Mit. Jetzt haben wir nur einen Kampf. Deswegen. Ne, zwei. Der und noch ein anderer. Der und der letzte. Nochmal 30, 130. So. 160 Edelsteine, man muss drauf. Was war's so jetzt? Genau. Tada! Unsere Truhe, die war auch teuer genug. Belohnung abholen, gibt es da keine Edelsteine drin.
Ja, das war die Belohnung. Bisschen Gold und bisschen Gold und dann hier diese Steine, die du dann irgendwo einbaust. Die Edelsteine, genau. Aber nicht diese, die gibt es da nicht. Diamanten. Gut, das war's für heute. Ich habe das gespielt, was ich spielen konnte, was ich geschafft habe. Und das wäre dann bei mir halt immer so. Drei Stück schaffe ich, die anderen drei nicht. Zu wenig Leute. Bei mir eine Freundesliste, die ich was zuschicken kann. Zu wenig aktive Leute, mit denen ich einen kleineren Krieg machen kann. Hierfür bin ich noch viel zu schwach für. Und das könnte ich noch machen, aber da muss ich mal warten, bis das da ist. Jetzt gerade ist es nicht da. Also, das war's für heute. Bestätigen. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.